Willkommen zu einem neuen Teil von Daniels Wasserspielen. Ja, wie man sieht, hat sich hier einiges geändert. Ich habe ein kleines bisschen Grünzeug weggemacht. Da hinten der Vergissmeinnicht ist aus der Mitte rausgewandert. Ist komplett durchs Netz durchgewachsen und hat mir die Seerosen, die da drunter waren, verdeckt. Ja, was sich auch verändert hat, ich habe nicht mehr ganz so viele Fische drin, zumindest nicht mehr ganz so große viele. Es sind jetzt insgesamt nur noch 5 große drin. Und ja, das sind im Prinzip meine Top-Favoriten. Alles andere, was jetzt neu dazugekommen ist relativ klein, werde ich großziehen. Werde schauen, wie sie sich entwickeln, ob sie so sind, wie ich mir das vorstelle. Ja. Zu den Fischis kommen wir gleich. Gehen wir erstmal da die Sachen an, die ich verändert habe. Zum einen, wie man sehen kann, so ein bisschen Brücke bzw. das Holz auf der Brücke wurde gestrichen. Dann habe ich, gehen wir mal hin. Sie ist nämlich begehbar und das ist nicht nur Zierde. Dann habe ich hier meinen Bachlauf. Da ist ja letzte Mal dieses Blech dran gekommen. So, dann hatte ich die glorreiche Idee, das Ganze unter Licht zu setzen. Aber ja, was da an Licht drunter war, das waren 36 LEDs, die haben pauschal ja, als Fernlicht fungiert. Jetzt habe ich eine Acrylglasplatte drunter sitzen, die seitlich von der Seite her beleuchtet wird. Und das Ganze sieht dann so aus. Es ist nicht mehr ganz so hell wie die anderen LEDs. Und wer genau hinguckt, hat gesehen, dass die auch mit angehen. Das ist abends ein sehr schönes Licht. Bilder da zusätzlich nochmal rein, wie es genau aussieht. Dann habe ich hier unten eins meiner Wasserspiele. Man braucht immer ein bisschen, bis er vernünftig läuft. Genau. Der hängt am Gesamtkreislauf dran. So. Der Gutste. Dann, wie gestern angedroht, das Wasserspiel mit den übereinander gestapelten Steinen. Das funktioniert jetzt auch. Hängt übrigens alles an einer einzigen Pumpe dran. Da kommen wir jetzt gleich hin. Ja, die Steine sind mit einem 12er Bohrer durchgebohrt worden. Hier und da kann man sehen, unten der mittlere ist ein bisschen was weggebrochen, aber ist nicht weiter schlimm. Sieht gut aus, funktioniert. Ziel erreicht. Ja, dann haben wir hier neu hinzugekommen eine Kalla. Ich habe gerade eben bei dem Gewitter, wo ja die Welt untergegangen ist, ein wenig gelitten. Die setzt mein Züchter in seinem Biofilterbecken ein als Biofilterung. Sprich, so in den Körbchen oder in einem größeren Körbchen lässt das Wasser da durchlaufen. Soll angeblich Algen, ja, weniger Algen dann geben. Ja, da ist die Haupt- ich sage es mal, Springbrunnenpumpe. Das ist eine Pumpe von Aldi. Habe ich lange darauf gewartet, dass sie endlich wieder kam, weil die alte, die ich hatte, hatte ein kleines elektrisches Problem. Da war der Teich unter Strom, dann unter Kriegsstrom. Das war weniger schön. Jetzt habe ich wieder eine neue. Alles ist angeschlossen, funktioniert wunderbar. So, da ist mein Oberflächenabzug. Der ist da unten leicht zu sehen mit der Hauptpumpe verbunden. Die Hauptpumpe zieht unten ein bisschen Wasser und ja, ich sag mal, im Verhältnis 50-50 sollte es eigentlich sein, wird das Wasser von unten und von der Oberfläche weggezogen. Was jetzt neu ist, dass ich diesen Oberflächenabzug abstellen kann, beziehungsweise die Hauptpumpe per Fernsteuerung abstellen kann. Das wäre dann so. Und jetzt habe ich die Möglichkeit hinzugehen und zu füttern, ohne dass das Futter jetzt direkt in die Pumpe reingezogen wird. Ja, da kommen meine Jungs auch wieder hoch. Skandale. Noch kleines Futter dabei für die Jungen. Alle gut dabei. Denen geht's hervorragend.
Ja, fressen im Moment nicht so viel, weil die heute schon einmal gekriegt haben. Meinst du nicht, dass der was groß war? Ja, der weiße Platinum Ogon. Der Asagi, der da schwimmt, da bin ich ganz besonders stolz drauf, dass ich endlich so einen gekriegt habe. Hab lange darauf gewartet, dass mein Züchter einen organisiert. Das ist ein Fisch aus dem Hause Ogata. Genauso wie da unten, ja, ich sag jetzt mal, der Harlequinsche Over. Rechte Seite rot. Linke Seite ist er weißlich. Ja, jetzt ist er weg. Ist auch ein Ogata-Koi. Die beiden anderen sind ja auch Japaner, aber halt keiner aus dem Hause Ogata. Ja, der Platinum hier und es ist auch ein neuer Shosui drin. Ja, alles in allem geht es den Jungs hervorragend. Wie man sieht, meine Goldölritzen hier, denen geht es auch klasse. Die freuen sich auch über das kleine Futter. Jetzt muss nur noch meine beiden Weibchen da unten, die gelbe und die weißgelbe, Name habe ich, ist mir gerade entfallen, die müssen jetzt halt mal ableichen. Das ist das, wo ich im Endeffekt jetzt noch drauf warte. Wassertemperatur ist fast annähernd 21 Grad. Aber wir haben jetzt noch ein paar warme Tage. Frisches Wasser ist drin, auf Anraten von meinem Züchter. Beziehungsweise ich habe ein Drittel gewechselt. Bilder dazu hatte ich ja ins Netz gestellt. Ja, das erstmal dazu. Sollte sich was ändern, werde ich es euch berichten. In diesem Sinne, euer Viper.